Servus und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel am kommenden Samstag um 14.03 Uhr gegen den SSV Ulm. Eine Premiere, denn erstmal stehen sich beide Teams in einem Pflichtspiel gegenüber und deshalb um 14.03 Uhr, ihr kennt es, weil neben Magenta Sport auch der BR überträgt. Insgesamt rechnen wir für die Partie mit 4.500 bis 5.000 Zuschauern und damit würde ich auch schon dich bitten, Michael, gib uns mal ein kurzes Personalupdate. Ja, servus zusammen. Ja, personell gibt es eigentlich nur erfreuliche Dinge. Ein paar Spieler und so kleinere Bewegchen, aber das ist jetzt nicht dramatisch. Ali Lukiki hat das Training wieder aufgenommen. Ansonsten haben wir eigentlich verletzungstechnisch Maxi Dittgen, zweite in der Reha. Brian Kayo wird Woche dann zurückerwartet aus der Reha. Wird dann hier im Aufbautraining mit der letzten Phase beginnen, ehe dann das Mannschaftstraining zurückkehrt. Also da ist wirklich Licht zu erkennen und das am Horizont, und da scheint es wohl, dass die Leidenszeit bei Brian dann vorbei ist und wir dann in den nächsten Tagen dann relativ zügig dann nach der englischen Woche dann Brian dann zurückerwarten im Mannschaftstraining, von dem wir sagen, wir können wir Personal aus dem Vollen schöpfen. Wie gesagt, Simon Lorenz hat schon zum Kurseinsatz in Freiburg gereicht. Ansonsten, wie gesagt, glaube ich, sind wir personell dann gut besetzt. Alles, was wir eigentlich benötigen, um zu Hause gegen Ulm erfolgreich zu sein, glaube ich, haben wir im Kader. Danke dir, Michael. Und damit können wir auch schon mit der Fragerunde starten. Und ich sehe eine virtuelle Hand bei Bernd König vom Kicker. Bernd, bitte. Gruß in die Runde. Hallo, Herr Kölner. Da wir gerade beim Licht am Horizont sind, der Auftritt gegen Freiburg war ja wirklich sehr stark. Hat man hier gesehen, dass man den Rückenwind aus den beiden Siegen gegen Regensburg und 60 übertragen konnte? Oder lag das vielleicht auch daran, dass Sie ja gerade beim Personal waren, dass Sie endlich mal aus dem Vollen schöpfen konnten, bis auf die Langzeitverletzten? Ja, ich glaube, beides, glaube ich. Also natürlich tun Siege gut und geben Selbstvertrauen, vor allem auch Vertrauen in das Spiel. Und ich glaube, das Wichtigste immer, dass die Spieler Vertrauen in die Spieler haben müssen und dass sie die Dinge zueinander fügen, und natürlich brauchst du dann auch Qualität im Kader. Ich glaube, das haben wir dann schon gesehen, dass wir am Ende jetzt schon einen sehr, sehr guten Kader haben, gut besetzt sind, vor allem wenn wir alle da sind. Und wie gesagt, Brian Kayo wird sicherlich dem Kader auch nochmal eine besondere Note verleihen. Und dann, glaube ich, sind wir schon in der Lage, auch Woche für jedes Spiel gewinnen zu können. Aber man sieht natürlich auch in solchen Spielen, und muss natürlich schon auch müssen viele Dinge gut zusammenpassen, brauchst eine gewisse Leidenschaft im Spiel, du musst natürlich auch, glaube ich, auch dann die Dinge gut zu Ende spielen, und das hat man sicherlich in Freiburg gezeigt, und von dem her bin ich sehr zufrieden, weil man sieht schon, dass wir die Trainingszeit am Ende benötigen, und wir haben jetzt eigentlich in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv gearbeitet, vor allem jetzt in der Länderspielpause vor dem Regensburg-Spiel, nach dem Regensburg-Spiel. Haben wir, glaube ich, zwei intensive Wochen gelegt, nach dem 60-Spiel nochmal, weil wir eine lange Woche gehabt haben. Das hat sich gut für uns ausgezahlt. Nachdem wir Sonntag erst in Freiburg gespielt haben, konnte man nochmal intensiv trainieren. Und jetzt sind wir in der kurzen Woche, da sind die Dinge etwas anders, weil wir, wie gesagt, jetzt am Samstag spielen und am Sonntag vorher gespielt haben. Aber wie gesagt, wir sind zufrieden, weil wir auch im Training, glaube ich, schon sehr, sehr viel Wert jetzt auf eigenen Ballbesitz gelegt haben. Und das zahlt sich, glaube ich, jetzt aus. Vor allem, wenn man jetzt die Tore 3 und 4 anschaut in Freiburg, sieht man schon, dass wir jetzt schon in der Lage sind, wenn Selbstvertrauen im Spiel ist, dass wir dann auch einen guten Ball spielen können. Wenn man vielleicht einen Blick auf die Tabelle wirft, gegen 60 stand man zur Halbzeit auf dem Abstiegsplatz. Jetzt hat man mit einem Sieg mehr oder die Willen oder weniger die Möglichkeit, ganz vorne reinzustoßen. Zeigt es auch, wie eng Glück und Pech oder die Stärken der Mannschaften in der dritten Liga beieinander liegen? Ja, es ist eine komplizierte Liga, die dritte Liga. Also wer sich damit näher beschäftigt oder wer da schon näher oder schon länger in der dritten Liga drinnen steckt, der weiß, dass es einfach ein 20er-Feld ist immer komplizierter als ein 18er-Feld. Dazu sieht man natürlich, es sind erst 7 Spieltage gespielt oder vorher waren es 6 gespielt, und da ist es voll nur eng beieinander. Sicherlich versucht jetzt Dynamo Dresden da auszureißen in dem Feld, aber alles andere ist sehr, sehr eng beieinander, und dann können ein, zwei, drei Spiele sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung natürlich viel ausmachen. Und es ist uns ja richtig gesagt, vor dem 60-Spiel waren wir vorletzter, glaube ich, 19. Und jetzt können wir mit dem Sieg gegen Ulm natürlich ganz vorne reinstoßen, aber
Ich glaube, Tabellenbilder sollten jetzt nicht unbedingt von großem Interesse sein. Ich sage das einmal regelmäßig der Mannschaft. Mir ist wichtig, dass wir uns entwickeln, dass wir Leistung zeigen. Leistung wird am Ende immer dann kontinuierlich mit Punkten belohnt, vor allem auf Strecke mit Punkten belohnt. Und ich glaube, man sieht jetzt schon, dass wir uns kontinuierlich gesteigert haben, dass wir gut vorankommen, dass wir so unsere eigenen Stärken im Spiel auch immer deutlicher zum sichtbar werden und dass wir die auch zeigen können. Und das muss am Ende auch der Weg sein, auch für die nächsten Wochen. Und ja, wir wissen aber auch, dass jetzt halt am Samstag eine starke Mannschaft zu uns ins Stadion kommt, die natürlich mit Selbstvertrauen antritt. Und da müssen wir schon strecken, die Dinge gut machen. Wenn wir das aber schaffen, glaube ich, um eine Chance zu Hause wieder die Punkte auf der Schanze zu behalten. Okay, danke schön. Gerne. Wir gehen weiter zu Flo Wittmann vom Donaukurier. Servus in die Runde, hallo Herr Kröner. Ein kurzer Schwenk nochmal zurück zu den vergangenen beiden Spielen. Die sind ja, also es waren am Ende zwei total verdiente Siege, aber es hat nicht direkt vom Start weg geflutscht, so sage ich jetzt mal. Was macht Ihre Mannschaft jetzt anders, dass man solche Spiele im Gegensatz zum Saisonstart recht häufig dann doch ziehen kann? Ja, das ist richtig. Also das sieht schon, dass wir dann Steigerungspotenzial haben, also dass wir solche Spiele auch von Beginn an gut wegspielen können. Da sieht man aber auch, das liegt zum einen natürlich an der Qualität des Gegners. Wir haben jetzt schon gegen 60 gespielt zu Hause. Da ist natürlich schon so am Anfang auch eine Orientierungsphase so im eigenen Stadion mit den großen, mit so vielen Fans am Ende zu spielen, das haben wir jetzt auch so nicht gewohnt. Dazu kommt natürlich auch, dass es für beide Mannschaften natürlich immer eine Prestigeangelegenheit ist. Da musst du natürlich schon schauen, dass du am Ende gut ins Spiel findest. Das haben wir nicht geschafft. Freiburg wusste man, dass wir erst in Freiburg, dass die natürlich mit dem Sieg in Bielefeld natürlich unheimlich selbstbewusst auf den Platz kommen wollen. Und da musst du erst einmal das gegnerische Spiel unterbinden. Das haben wir dann auch im Laufe des Spiels auch geschafft. Dann auch, glaube ich, das 1-0 war dann auch so ein aussagekräftiges Tor, den Gegner am eigenen Strafraum gestört, aggressiv gepresst, Ballverlust erzwungen und entweder Elfmeter oder Tor. Also da gab es ja nur die zwei Entscheidungen für den Schiedsrichter, die Szene weiterlaufen zu lassen, auf Tor zu geben oder, wenn wir den Ball nicht reingebracht haben, auf Elfmeter zu geben. Und von dem her waren wir schon, glaube ich, sieht man schon, dass wir die Qualität haben. Aber es ist natürlich früh in der Saison. Ich glaube, man muss sich entwickeln, man muss vor allem aus den bisher gespielten Spielen einfach die richtigen Schlüsse ziehen. Und ich glaube, das hat die Mannschaft gemacht. Wir haben in Münster ein gutes Spiel zu Beginn hingelegt und haben dann völlig den Faden verloren. Solche Dinge dürfen uns dann nicht mehr passieren. Und deswegen glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass wir im eigenen Ballbesitz zulegen müssen. Ich glaube, defensiv haben wir die Dinge schon einmal gut erledigt. Aber natürlich dann, wenn du keinen eigenen Ballbesitz hast, kannst du den Druck am Ende nicht standhalten. Und ich glaube, jetzt so wie in Freiburg, wenn wir dann natürlich in wenigen Minuten am Ende auch viele Tore schießen können, das zeigt dann natürlich auch, dass wir dann jetzt schon uns gut bewegen, dass wir uns gut entwickeln. Ja, aber es ist ein langes Rennen in der Saison und wie gesagt, jetzt kommen wieder neue Spieler zurück, jetzt geht es am Ende wieder darum, so, was machen wir jetzt gegen Ulm. Simon Lorenz kehrt zurück, wie gesagt, also vollständig, wie gesagt, jetzt hat er die komplette Woche trainieren können. Wie werden wir die Dinge dann am Ende auch gegen Ulm angehen? Spielen ein anderes System jetzt wieder wie Freiburg, spielen die Dreierkette, spielen vorne mit drei Stürmern und machen wir nur mit zwei Stürmern. Also das ist schon am Ende für uns immer dann die richtige Herangehensweise zu wollen. Aber ich glaube, dass wir jetzt einfach auch die Mannschaft Selbstvertrauen bekommen hat, dass am Ende auch sie sich auch belohnt für wirklich gute Trainingswochen. Und auch gestern haben wir wieder einen richtig guten Tag hingelegt. Von dem her freut man sich dann immer auf die Spiele, weil man wenn man dann am Wochenende spielt und man weiß, man hat die Woche gut trainiert, dann ist die Erwartungshaltung auch für einen selber positiv. Und das hoffen wir natürlich auch, dass wir jetzt noch gute Trainingstage hinbekommen, dass wir auch wieder ein gutes Gefühl am Samstag am Ende auch ins Stadion gehen können. Und dann sicherlich in einem interessanten Match am Ende auch dann messen können mit Ulm und hoffen natürlich auch, dass die Punkte dann wieder im Audi Sportpark bringen. Eine Nachfrage noch. Die Ulmer liegen jetzt mit 14 Punkten auf dem zweiten Platz nach 7 Spielen. Das ist ja nicht nur mehr mit der Aufstiegs-Euphorie zu begründen. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Stärken der Ulmer?
Nee, mit Aufstiegs-Euphorie, das hilft natürlich. Ich glaube, das ist immer schon so ein Katalysator, der am Ende ein paar Dinge beschleunigt, aber die haben eine eingespielte Mannschaft und das macht sich immer bezahlt. Vor allem jetzt, wenn man so den Step sieht von Regionalliga in dritte Liga oder dann von dritte Liga in zweite Liga, da tun sich solche Mannschaften, die eingespielt sind, richtig gut. Und das sieht man jetzt auch mit Elversberg, die letztes Jahr aufgestiegen sind, die jetzt in der zweiten Liga auch keine Schießbude sind, sondern im Gegenteil. Bis jetzt eine richtig starke Saison spielen, ein bisschen Pech am Anfang gehabt haben, aber trotzdem mit ihren Leistungen am Ende auch aufwarten können und da verdient zu Punkten kommen. Und das sieht man jetzt auch in Ulm, die haben, wie gesagt, eingespielte Mannschaft, sind extrem defensiv stark. Das ist am Ende dann ein, zwei Schlüsselspieler sicherlich jetzt auch mit Reichert und mit Chester im Kader und in der Startelf. Und da musst du natürlich schon schauen, dass du ja, dein Spiel spielen kannst. Das ist immer gegen eine Dreierkette schwierig. Deswegen präferiere ich ja in der Regel auch eine Dreierkette, weil es gegen solche Mannschaften schwierig zu spielen ist. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir schon in der Lage sind, solche Mannschaften auch zu besiegen. Und das, wie gesagt, wird interessant. Wie gesagt, die 14 Punkte, die sind verdient, was sie bis jetzt geholt haben. Die sind nicht irgendwie durch Zufall zustande gekommen, sondern die haben sie sich auch verdient. Und ja, von dem her, wie gesagt, wird es ein schweres Spiel für uns. Aber ich bin guter Dinge, dass wir den richtigen Schlüssel finden werden und am Ende auch dann, glaube ich, dann auch, wie gesagt, punkten können zu Hause gegen einen starken Aufsteiger. Danke dir, Flo. Und ich sehe noch eine weitere Hand bei Matthias Ott vom Funkhaus Ingolstadt. Dankeschön, servus zusammen. Herr Kölner, jetzt mit Toto-Pokal zusammengerechnet sind es 3 Spiele in Folge, die Sie gewonnen haben. Von der Ausbeute her das Maximum, da sind Sie sicherlich zufrieden, auch mit der Art und der Spielweise, oder haben Sie noch irgendwo konkreten Verbesserungsbedarf? Oh Gott, wenn ich, wenn ich jetzt auflisten würde, was wir alles zu arbeiten hätten, dann wären wir am Samstag kurz vor dem Spiel fertig, also das ist schon eine Menge, was wir zu tun haben. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir uns einfach kontinuierlich entwickeln, aber wir haben eine Menge Baustellen in unserem Spiel und ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass die Spieler versuchen, das Spiel richtig zu spielen. Und das sieht man jetzt einfach auch, dass wir schon, ich glaube, in der Art und Weise, wie wir uns das Spiel vorstellen, dass es stimmig ist, dass wir vor allen Dingen jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, auch unsere Fans mit der attraktiven Spielweise am Ende auch auf unsere Seite ziehen konnten. Das kommt man, glaube ich, im Audi-Sportpark bis jetzt immer. Und das kommt man jetzt das erste Mal auswärts. Und ich glaube, das am Ende ist aber immer so, es kommt eine neue Mannschaft, ein neues System auf uns zu, dann müssen wir wieder schauen, was zu bewerkstelligen ist. Dann geht es immer darum, am Ende ja, die richtige Mischung zu finden im Kader, in der Mannschaft am Ende auch. Da muss auch immer alles beieinander bleiben. Wenn Spieler zurückkehren, die haben Ansprüche, die drücken dann in die Mannschaft rein. Die Spieler, die gespielt haben, haben natürlich für sich das Gefühl, ja, es läuft doch alles gut, warum soll der Trainer jetzt eine Veränderung vornehmen? Da musst du schon schauen, dass du die Balance heißt, dass die Mannschaft da als Einheit beieinander bleibt und das sind immer Herausforderungen, die du Tag für Tag als Trainer am Ende zu bewerkstelligen hast. Und das macht es natürlich interessant auf der einen Seite, aber dann auf der anderen Seite auch kompliziert. Und wie gesagt, du musst immer Tag für Tag deine Dinge einfach im Training gut erledigen. Und vor dem Anstieg, der ist auch, den kann man erreichen, man kann aber genauso auch schnell ja, in eine Form Dölle reinkommen oder in eine Form Verlust reinkommen. Und deswegen müssen wir schon schauen, dass wir im Training einfach Tag für Tag alles geben. Und wie gesagt, sind mit der aktuellen, mit dem Weg zufrieden. Die Richtung, glaube ich, ist die richtige. Wir haben den richtigen Kurs gewählt, aber am Ende bist du nicht am Ziel. Und deswegen musst du schauen, dass du weiterhin weiter Gas gibst. Wir dürfen jetzt nicht vom Gas runter, sondern müssen schon unseren Audi gut beschleunigen, damit wir weiter in der Spur bleiben. Aber so wie die Mannschaft momentan unterwegs ist, machen wir da keine Sorgen. Also wir haben einen guten, sehr, sehr guten Teamspirit. Ich glaube, die Spieler entwickeln sich gut. Das sieht man jetzt auch in der Präsentation Janik Mause. Kannst du in jeden Mannschaft da reingehen, wirst du immer Spieler finden, die einfach in den letzten Wochen und Monaten einen riesen Sprung gemacht haben. Vom Torwart angefangen, von Marius Funk, der, glaube ich, bis jetzt eine sehr, sehr gute Saison spielt. Bis hin jetzt über in der Abwehr, glaube ich, um jetzt auch mit Mo Seifert, glaube ich, hat 2 richtig gute Spiele hingelegt. Das sieht man jetzt auch an der Reaktion von Leon Guevara, der dann schon
nicht gleich ein Bein gibt. Und so kannst du eigentlich Step by Step Mannschaft, in der Mannschaft weiter nach vorne gehen. Und das bis hin zu Yannick Mause, der natürlich eine beeindruckende Saison bis jetzt spielt, mit der Quote, die er momentan hat. Und, aber es zählt am Samstag nichts, sondern Samstag zählt wieder die Form von den Spielern, die auf den Platz gehen, zählt die Form von den Spielern, die reinkommen. Und am Ende müssen wir als Mannschaft geschlossen Fußball spielen. Und eins ist auch klar, brauchen wir Samstag die Unterstützung unserer Fans. Das ist kein einfaches Spiel. Und wir wollen natürlich auch 3 Punkte, wir wollen das nächste Spiel gewinnen. Ich glaube, das ist der Anspruch, wenn du zu Hause spielst. Nicht jetzt, wenn es gegen Aufsteiger geht, sondern grundsätzlich, wenn wir zu Hause spielen, wollen wir punkten. Und deswegen wissen wir schon, dass die Dinge gut zusammenpassen müssen. Fans, eigene Mannschaft, einen guten Start, gut reinkommen. Ja, einen guten Spirit zu entwickeln im Spiel, einen guten Grip zu haben im Spiel. Und dann, glaube ich, haben wir dann den guten Startpunkt gelegt. Das ist eine englische Woche, steht vor der Tür. Das ist nicht so einfach. Am Ende dann wieder, dann geht es Dienstag nach Köln, Sonntag kommt Regensburg zu Hause. Also wir haben schon eine schwierige Woche vor uns, wissen aber auch, dass am Ende wir vieles selber beeinflussen können. Und das ist am Ende auch dieses Spiel gegen Ulm. Und wie gesagt, wir freuen uns darauf, weil das Wetter ist momentan toller Spätsommer, macht richtig Spaß rauszugehen. Der Nebel der Donau ist noch nicht so hart und intensiv, dass er sich über den ganzen Tag jetzt über Ingolstadt legt. Und deswegen freuen wir uns darauf, dass wir viel Sonne hier haben in Ingolstadt und hoffen natürlich auch, dass am Samstag nach dem Spiel auch ergebnistechnisch die Sonne scheint. Danke dir, Matthias. Bernd König vom Kicker hat noch eine Nachfrage. Ich würde das Thema Mausi gerne nochmal aufnehmen. Ulm hat ja mit Cesar auch einen Mann in seinen Reihen, der weiß, wo das gegnerische Tor steht. Liegt der Schlüssel zum Sieg in diesem Donau-Duell vielleicht darin, dass man sagt, wer bekommt den Knipser des anderen besser in den Griff? Ja, auch. Also ich glaube schon, es wird schon auf die Mannschaft drauf ankommen. Also ich glaube, wir sind froh, dass wir Yannick Mausi im Sommer verpflichten konnten. Da haben wir uns intensiv bemüht darum und den Wechsel haben wir relativ früh klar gemacht. Von dem her waren wir da auch froh darüber und zufrieden, dass wir diese Personalie für uns entscheiden konnten. Wir wissen natürlich auch, jeder Spieler funktioniert am Ende nur so gut, solange die Mannschaft da und die Spielweise griffig ist. Und ich glaube, Yannick macht es gut. Also wir haben vorne an seiner Seite aktuell mit Pascal Destron natürlich einen sehr, sehr erfahrenen Stürmer, der ihm sicherlich auch hilft. Und deswegen muss man immer die Komponente der Mannschaft am Ende auch sehen. Also darf jetzt nicht die Teile drumherum vernachlässigen. Also wir wissen schon, dass Paco sich da reinhaut, dass er alles tut dafür, dass am Ende er viel Aufmerksamkeit aufgrund seines Namens, aufgrund seiner Erfahrung, seiner Routine natürlich auf sich zieht und dadurch Yannick natürlich viele Räume kriegt, in die er natürlich auch reinstoßen muss. Und da brauchst du natürlich gute Beine. Der hat ja, Yannick ist fit und da brauchst du natürlich auch, wie gesagt, das drumherum, wir müssen gut verteidigen. Deswegen, wie gesagt, glaube ich, schon ein Schlüssel. Das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen schon mal gesehen. Das war gegen 60 so. Da war am Ende auch ein Top-Torjäger-Duell, das wir dann das Yannick für sich entscheiden konnte. Aber am Ende geht es darum, wir wollen gewinnen und wer dann am Ende die Tore schießt, wenn es 3 Eigentore sind vom Gegner, ist mir das auch relativ egal. Sondern wir brauchen einen Sieg zu Hause und wir wollen zu Hause gewinnen. Wie gesagt, die Richtung ist eingeschlagen, der Weg stimmt. Und jetzt geht es aber darum, jetzt nicht so, sich mit einzelnen Personalien zu beschäftigen, sondern am Ende eine kompakte Spielweise hinzubekommen, wo wir gemeinsam angreifen, aber auch gemeinsam verteidigen. Und wenn wir das verinnerlichen, glaube ich, dann wird es immer schwer für alle Mannschaften, die in den Audi Sportpark kommen. Aber wie gesagt, grundsätzlich kann man natürlich auch zufrieden sein. Sagen wir mal, nicht umsonst bist du Spieler des Spiels. Am Wochenende mit Yannick Mause und mit Marcel Kostli und dann einem weiteren Spieler, der in der 11. Sages war. Das zeigt schon, dass sich am Ende auch die Spieler in der Liga an einem Spieltag mal zu einer festen Größe aufschwingen können. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir da Konstanz reinbringen. Und wir brauchen am Ende viele formstarke Spieler, um deine Spiele zu gewinnen. Und vor allem jetzt in der englischen Woche müssen viele über sich hinauswachsen, dass wir dann auch viele Punkte holen können und wie gesagt, aber jetzt haben wir ein schweres Spiel mit Ulm und ich hoffe natürlich für Yannick persönlich, dass er Tore macht. Und ich wünsche mir natürlich auch grundsätzlich mal, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Okay, Dankeschön. Gerne. Ihr scheint ansonsten alle zufrieden zu sein
Und dann war sie das auch, unsere Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SSV Ulm. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann am Samstag im Audi Sportpark. Bis dahin. Ciao, tschüss. Servus, bis Samstag.